Gut. Mein Name ist Gerald Rösing, ich bin vom Technischen Hilfswerk in Varel. Wir befinden uns hier in Oldenburg-Krainbrück und wir erhöhen die Deiche mit ca. 120 Kräften mit Sandsäcken und machen den Lückenschluss zwischen der Krainbrücke und der Sandkruger Straße, wo gestern schon ein mobiler Deich errichtet worden ist. Zu der Gefahrenlage kann ich leider im Moment nichts sagen. Das sind reine Sicherungsmaßnahmen, falls der Wasserpegel noch weiter steigt, dass halt das Wasser nicht weiter in die Stadt eindringt. Wir sind hier zurzeit mit 120 Kräften vor Ort und die Kräfte kommen aus dem Regionalstellenbereich Oldenburg. Das heißt von Norden über Emden-Leer bis nach Norden-Hamm. Das ist unser Regionalstellenbereich. Ja, es muss der Lückenschluss geschlossen werden zwischen der Krainbrücke hier am Friedhof vorbei zur Sandkruger Straße, wo der mobile Deich aufgebaut worden ist, gestern durch die Feuerwehr. Die Straße ist gesperrt, damit wir hier gefahrlos arbeiten können, dass da hier keine Autos vorbeifahren, die uns unsere Einsatzkräfte gefährden. Das schwere Gerät hilft uns sehr. Diese Paletten sind mit ca. 70 Sandsäcken befüllt und wiegen um die 1,2 Tonnen. Und da hilft so ein Radlader doch ungemein. Im Moment sind... Wie viele Sandsäcke sind verbaut worden? Im Moment sind ca. 5.000 bis 6.000 Sandsäcke schon verbaut worden. Und es sollen insgesamt ca. 15.000 Sandsäcke verbaut werden. Mein Name ist Jürgen Krogmann, ich bin Oberbürgermeister der Stadt Oldenburg und in der Funktion Leiter des Katastrophenschutzstabes. Also die Lage ist nach wie vor angespannt. Dadurch, dass es jetzt wieder zu Regenfällen gekommen ist und auch weiterkommen wird, haben wir wieder ein leicht steigendes Niveau bei den Pegeln. Und deshalb bereiten wir uns auch vor, dass im schlimmsten Fall, wenn es zu einem Dammbruch oder zu einem Deichbruch käme, dass hier dann entsprechend die Bereiche im Süden der Stadt auch geschützt sind. Also die Gefährdung ist nicht so, dass es um Leib und Leben geht, das muss ich ganz klar sagen, sondern die Wasserhöhen würden allenfalls zu erheblichen Sachschäden führen, aber auch das muss ja verhindert werden. Und die Menschen, die hier wohnen, können sich an der Stelle sicher fühlen. Es wird hier in diesem Bereich ein Sandsackdeich aufgefahren. Es wird aber auch im weiteren Bereich an der Sandkruger Straße ist ein Notdeich gebaut worden, ein technisches System. Und das zusammen wird, wenn es denn wirklich dazu käme, dazu führen, dass die Menschen weitgehend geschützt sind. Es gibt nur einen kleinen Bereich, etwa 600 Menschen, die könnten gegebenenfalls von einer Evakuierung betroffen sein. Die sind aber bereits vorinformiert und auch für diesen Fall wäre im wenn es denn überhaupt so weit käme, alles vorbereitet. Also erfahrungsgemäß gehen viele Menschen dann im privaten Kreis zu einer neuen Unterkunft, zum Beispiel bei der Familie oder bei Freunden und Bekannten. Aber für diejenigen, die diese Möglichkeit nicht haben, gibt es am Gymnasium Eversen eine Notunterkunft und die würden dort mit dem Bus hingefahren und könnten dort dann auch verbleiben, bis die Lage dann soweit ausgestanden ist. Zuständig für die Deiche sind natürlich die entsprechenden Wasserachten oder auch das NRWKN. Aber wir sind da in enger Abstimmung und es wird natürlich eine Auswertung geben, was jetzt in der Erfahrung dieses Hochwassers in Zukunft passieren muss, um noch sicherer zu werden. Auf jeden Fall, also da kann man sich nur sehr bedanken bei allen, die hier seit Tagen hier wirklich im Einsatz sind. Und ich möchte sagen, es sind nicht nur die Kräfte, die am Deich dann die Sandsäcke stapeln, sondern zum Beispiel sind viele Sandsäcke auch auf dem Oldenburger Fliegerhorst, zum Beispiel Heiligabend, ich bin selbst da gewesen, habe mir das angesehen, von der Freiwilligen Feuerwehr gefüllt worden, vom THW dann auch verbracht worden. Also das ist ein großes Teamwork, was da stattfindet. Und so schlimm wie das alles ist, aber ist das doch sehr beeindruckend zu sehen. Also ich bin weder Wetterprophet noch der heilige Petrus, also ich weiß es nicht. Wir stellen uns darauf ein, dass es regnen kann und dass es auch regnen wird. Wir hoffen aber natürlich, dass es dann zum Wochenende endgültig so weit ist, dass die Pegel dann rasch sinken können, sodass wir die Lage überstanden haben.
ein paar Bilder und dann bin ich wieder weg. Ach, das ist gut.